Guten Morgen und herzlich willkommen heute in Bauzeit. Weiter geht's mit Teil 3 des Innenausbaus. Wieder mal springe ich zwischen den Gewerken hin und her. Hier wird jetzt erstmal ein Loch in den Fußboden gebohrt für den Ablauf der Spüle. Dann wird wieder ein bisschen Heizung gebaut. Die Heizung ist die 3020 von Alde. Hier handelt es sich um eine wasserführende Heizung, die mit Gas betrieben wird. Um die Heizung auch mit der Abwärme des Kühlwassers des Fahrzeugs betreiben zu können, habe ich einen Wärmetauscher eingebaut. Der Wärmetauscher befindet sich außerhalb der Heizung. Das bedeutet, wenn man die Abwärme des Fahrzeugs nutzen will, muss die Heizkreispumpe der Alde laufen. Im Sommer würde es dazu führen, dass man sich unnötig die Kabine aufheizt. Darum habe ich noch Bypassleitungen verbaut, sodass ich im Sommer den Heizkreis abschiebern kann, einen kleinen Kreis betreibe, um nur mein Brauchwasser mit der Abwärme des Motors zu beheizen. Bei den Schubladen habe ich mich für das Modern Box System von empelando.de entschieden. Ich dachte einfach, dass das für mich als Laien leichter zu bauen ist, als wie komplett Holzschubladen. Empelando bietet die Schubladen in verschiedenen Schienentiefen an. Frontteil, Schubladenboden und Rückwand müssen selbst produziert werden. Hierdurch wird dann auch die Breite und die Höhe der Schublade bestimmt. Der Schubladenbausatz ist wie die meisten Sachen im Möbelbau auf Materialstärken von 16 mm ausgelegt. Da ich mit Masse 12 mm gebaut habe, bei den Schubladen sogar den Boden und die Rückwand nur in 9 mm, musste ich natürlich an den Stellen, wo geschraubt wird, das Material aufdoppeln. Spannend ist das bei den Frontlinden, da sind 12 mm Materialstärke doch schon arg knapp.
Nach den ganzen Holzarbeiten wird es mal wieder Zeit für was anderes. So langsam musste der Gastank wieder unter dem Auto montiert werden. Das Ding ist doch ganz schön schwer. Alleine und ohne Hubwagen musste man schon ein bisschen tricksen. Ich habe also den Gastank zunächst auf Böcke buxiert und ihn dann mit Ratschengurten hochgezogen. Ja, da machen wir doch gleich mit der Gasleitung weiter. Ich habe meine Gasleitung natürlich auch selber verlegt. An der Stelle trotzdem nochmal die Warnung, wer das selbst machen will, sollte wissen, was er tut. Ihr wisst ja, Gas gefährlich. Dennoch ist das kein Hexenwerk und die Gasanlage muss ja später sowieso noch abgenommen werden. Da ich keine Biegezange hatte, musste ich mir schnell noch eine zulegen. Die gibt's für wenig Geld bei Amazon zu kaufen. Ist zwar nichts Tolles, aber für den einmaligen Anlagenbau durchaus ausreichend. Für euch die Zange schnell nochmal im Detail. 6, 8 und 10 mm. Und hier eingespannt das Rohr, und dann kann ich mir hier einen Bogen biegen. Jetzt noch eine kleine Anleitung zum richtigen Verschrauben der Gasleitung. Wir montieren hier die Gasleitung, ist eine 8 mm Gasleitung. Hier habe ich schon mit der Biegezange Bogen drauf gebogen und dann wird die verschraubt. Wichtig ist, dass beim ersten Mal der Schneidring richtig sich hier in das Metall reinfrisst. Setzen das also an. Schneidring in den Konus. Dann wird die Mutter handfest angezogen. Und bei dem ersten Mal muss man 1,5 Umdrehungen die Mutter drehen. Deswegen ist es ganz hilfreich. Man macht sich da einen Strich drauf. Und dann dreht man 1,5 Umdrehungen die Mutter fest. So, haben wir eine, noch eine halbe. Gut. Das Rohr darf sich nicht mitdrehen. Danach lösen wir die Verbindung wieder und gucken uns den Schneidring an. Und dann muss hier zu erkennen sein, dass er eine kleine Wulst wirft. Jetzt hier ein bisschen kurz. Der Schneidring darf sich drehen, darf sich aber nicht verschieben auf dem Rohr. Dann ist die Verbindung okay. Der hier dreht sich auch nicht, verschiebt sich nichts. Und so kann man dann das Teil einbauen. Dann wird es nochmal spannend. Ein großes Loch muss in die Kabine für die Abgasleitung der Heizung. Dafür hat man ja irgendwie nur eine Chance. Also überlegt man sich ganz schön lange, wo der richtige Platz dafür ist, bevor man sich traut. Hier mal ein kurzer Schwenk durch die Kabine, um einen Überblick der Arbeiten zu erhalten.
So, wieder etwas Möbelbau. Nun geht es wieder mit Elektrik weiter. Hier bohre ich gerade Löcher in die Decke. Dort sind Vierkantprofile eingelassen. Die werde ich anbohren und dann die Kabel für die Deckenlampe drin verlegen. Hier wird jetzt das Waschbecken an Wasser und Abfluss angeschlossen. Und das wird der Wasserverteiler. Über den wird das Wasser in die beiden Tanks eingefüllt und aus den Tanks entnommen. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie ich die Lithium-Ionen-Batterie gebaut habe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten.